Guten Abend. Mir ist kein brauchbares Intro eingefallen heute. Wir legen einfach quasi direkt los. Eine Sache habe ich gemacht, wie man sieht, und vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Das Spiel ist jetzt in Englisch, damit es besser zu überwachen ist mit den Zettelchen hier, ne? Naphta und Cassiopeia, hallo. Guten Abend. Wie geht's? Ja. Weiß ich noch nicht so genau. Bin immer noch ein bisschen aufgedreht, weil ich hatte ja am letzten Freitag eigentlich meinen letzten Arbeitstag meiner alten Firma. Schlump, schlump. Und jetzt habe ich 3 Wochen Urlaub, in der ich wenn ich mir überlegen kann, wie es da weitergehen soll. Ja. Ja, morgen ein Vorstellungsgespräch und naja, bin gerade noch ein bisschen. Seit heute bin ich ein bisschen aufgedreht. Gestern, das ganze Wochenende über, war ich fast unnatürlich gelassen, deswegen. Immerhin, hatte ich vielleicht erzählt, ich habe morgen eigentlich zwei, hätte morgen zwei Vorstellungstermine gehabt. Einen für einen Job, den ich gerne hätte, den ich mir auch selbst rausgesucht habe und selbst beworben. Und einen, der mir aufgedrückt wurde vom Arbeitsamt, dass ich mich darauf be bitte zu bewerben habe. Und den bin ich insofern losgeworden, weil ich einfach per Mail nachgefragt habe, ob ich denn da auch überhaupt, ob es überhaupt Sinn macht ohne Führerschein. Und die haben mir bestätigt, nein, macht überhaupt keinen Sinn, weil ich hätte da eigentlich fast die ganze Zeit rumfahren sollen, von Kunde zu Kunde. Das ist natürlich der Albtraumjob schlechthin für mich. Ständig mit neuen Leuten zu tun haben, ständig mit unzufriedenen Leuten zu tun haben, immer nur zum Feuer löschen und immer nur als zum Anschnauzen, aber das ist zum Glück abgewendet, ne? Und ich muss gestehen, ich bin echt so ein bisschen am Grübeln. Umbruchszeiten sind auch aufreibend. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ich bin ein bisschen am Grübeln. Mein Chef hat mir ja noch ein ganz, ganz interessantes Angebot gemacht. Und sag mal so, bevor ich in Hartz IV gehe, würde ich das sofort in Anspruch nehmen. Die hat mir nämlich angeboten, eine 4-Tage-Woche zu haben. Feste 4-Tage-Woche. Nichts mit irgendwie Gleitzeit an einem Tag oder sowas, sondern ein Tag, der immer frei ist. Also mal abgesehen von Samstag, Sonntag, ne? Das klingt ganz gut, ja, stimmt. Hallo Lade, guten Abend. Klingt gut. 35 Stunden wären das. Ne, 30, du hast recht, 30. 7,5 mal 4. 35 ist ja jetzt. Na, also, Chef hat gesagt, 4-Tage-Woche wäre drin, würde Personalabteilung mitgehen. Ne? Tut mir leid, meine Nase fängt an zu jucken. Immer wenn ich streame, dann fängt meine Nase an zu jucken. Und ich bin am Überlegen, weil es ist wirklich. Es wäre. Ich würde dann noch ein, zwei andere Sachen fordern, sag ich mal, oder mir wünschen. Nämlich, dass ich bestimmte Arbeiten nicht mehr machen muss oder mit bestimmten Themen mich nicht mehr befassen muss. Es ist erstaunlich. Jahre und Jahre und Jahre ist nichts passiert, obwohl wir ständig gesagt haben, wir sind zu völlig überlastet. Und jetzt hat einer gekündigt. Ich nämlich. Und in aller Bescheidenheit kann ich, glaube ich, sagen, dass ich eine der Stützpfeilen dieser Abteilung bin. Einfach weil ich mit jedem Mist zu tun habe und mit jedem User zu tun habe. Gar nicht mal, weil ich besonders qualifiziert bin, sondern weil ich also in so vielen Themen drin stecke. Und naja, wenn ich jetzt nichts unternehme, dann hatte ich am letzten Freitag dort meinen letzten Tag. Und mal sehen. So, ich werde mir jetzt noch mal ein paar
Vorstellungsgespräche gönnen und ein paar Bewerbungen. Und je nachdem, wie das läuft, überlege ich mir das. Vielleicht mache ich es auch so, dann frage ich meinen Chef, wie es aussieht, ob ich dann eventuell noch einen weiteren Monat mehr das Rückkehren verzögern kann, dass ich sozusagen diesen Monat und den nächsten Monat frei hätte. Also sagen wir mal so, es gibt eine gewisse Chance, dass ich da wieder hin zurückkehre, nachdem jetzt erstmal da jetzt wirklich die Dinge in Schwung gekommen sind. Die Dinge sind in Schwung gekommen, nachdem ich gekündigt habe. Mein Chef rollt mir den roten Teppich aus, das kann man wohl so sagen, ja. Der hat mir relativ, der macht mir das gerade ziemlich schmackhaft, da zu bleiben. Entschuldigung, Nase juckt. Der macht mir das gerade ziemlich schmackhaft. Mir geht es überhaupt kein bisschen um Geld oder sowas, weil da hatte ich immer eigentlich schon ganz anständig verdient dafür, für das, was ich da tue. Aber die Sache mit der 4-Tage-Woche, die finde ich eigentlich ganz verlockend, ehrlich gesagt. Wenn ich dann noch erreichen könnte, dass ich mich mit bestimmten Themen nicht mehr beschäftigen will, ne? Irgendwie klingt das aus der Distanz seltsam. Keine Möglichkeiten als Stützfälle 4-Tage-Wochen angeboten und nichts anderes zu finden als Leistungsträger. Was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Und nichts anderes zu finden als Leistungsträger. Also, ich werde natürlich gucken, ob ich was anderes finde. Ich möchte eigentlich schon gerne einen neuen Abschnitt anfangen in meinem Leben. Falls du das gerade meinst. Aber bevor ich, sagen wir mal, Behördenwillkür ausgeliefert bin, im Sinne von, hier, diese 5 Stellen haben wir ihnen reingedrückt, jetzt müssen wir davon eine nehmen. Bevor das passiert, bin ich nämlich trotzdem lieber in der Firma. Und hängst du in der Luft? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt, dass ich in der Luft hänge. Es ist nur so, dass ich überlege, weil ich war halt 17 Jahre in dieser Firma und es wird mir halt gerade sehr schmackhaft gemacht. Und ich habe 5 Bewerbungen geschrieben und habe 3 Einladungen zu Vorstellungsgesprächen gekriegt. Eigentlich würde ich nicht sagen, dass ich in der Luft hänge. Es ist nur so, dass, naja, es wird mir halt gerade schmackhaft gemacht, zurückzukehren. Das meinte ich damit nur. Naja, aber trotzdem möchte ich relativ gerne mal gucken, ob ich auch woanders unterkomme. Ein Vorstellungsgespräch hatte ich ja schon. Das ist ziemlich in Hose gegangen, weil die wollten, also da gab es 2 Möglichkeiten, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, was die gerne für Leute hätten. Das war so eine Hightech-Firma, sage ich, der Name war mit drin, eine Firma, die sozusagen Engineering für alle möglichen anderen Firmen macht. Die wollten entweder so einen gottgleichen Alleskönner, der mehr oder weniger die gesamte Administration für die Firma alleine schmeißen kann, mit allem drum und dran. Oder einen, der zu den Kunden rausfährt. Und beides konnte ich nicht leisten. Also die Anforderungen, die sie hatten, die waren wirklich immens. Quasi sollte alles können, von Server, Hardware, Software, Virtualisierung, Programmierung, Beschaffung, Verhandlungstaktik, Projektmanagement, also quasi eigentlich alles. Oder halt rumreisen. Das geht und das geht nicht, ne? Du hast eine Win-Win-Situation. Entweder halt zur besseren Kondition den alten Job machen oder einen neuen Job und du in den Abschnitt. Genauso sieht's aus. Deshalb würde ich auch nicht von in der Luft hängen reden. Ja? Mir ist noch nicht ganz klar, was mir lieber ist. Ich bin mir selbst noch nicht ganz klar, was mir lieber ist. Aber ich habe ja jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub, wie gesagt, und ich werde mir da mal so meine Gedanken machen. Ja? Genau, so eine allereierlegende Wollmilchsau. Was sie gerne hätten, sind Leute, die sie überall einsetzen können. So absolut Leute, die an jedem Arbeitsplatz einfach funktionieren. Ne, und einfach
sind einfach quasi austauschbare, modulare Arbeiter, wie es mir aussieht, wie es aussieht, ne? Das hätten sie wohl gerne. Ja, sorry wegen der Lufthängen. Also ich von hier, erstmal hat es auch schon drüber gesprochen. Ja, okay. Ja, es ist so eine langfristige Geschichte bei mir. Also, habe ich auch schon gesagt, ich bin jemand, der, bei dem muss echt viel passieren, bis ich endlich mal meinen Hintern hochkriege. Ne, also bei, ich kenne so Leute, da, also eigentlich fast jeder, den ich so kenne, der hätte nicht so lange durchgehalten und so lange den Mist mitgemacht. Ne? Die meisten hätten schon viel früher gesagt, nee, so läuft das nicht. Aber ich, naja, ich bin halt in der Hinsicht relativ trantütig und halte gern an den Sachen fest. Und jetzt war es aber halt irgendwann zu viel. Und jetzt endlich vor ein paar Wochen habe ich dann gekündigt. Und letzten Freitag hatte ich meinen letzten Arbeitstag, theoretisch. Jetzt habe ich erstmal Urlaub. In der Zeit kann ich natürlich auch noch angerufen werden zu Themen, weil ich bin ja immer noch beschäftigt dort. Naja, und wie gesagt, wenn ich nichts unternehme, dann bin ich Ende August da raus. Also, ich werde das aber tatsächlich so sehen, ne? Wie Lada es gesagt hat, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, ne? Entweder alten Job, besser 4-Tage-Woche. Das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen das so ein echtes Sahnestück für mich. Dann gibt es natürlich auch ein bisschen weniger Geld, aber wenn aus einer 35-Stunden-Woche eine 30-Stunden-Woche wird, dann ist also ein Siebtel weniger Geld, wenn man es mal so ganz grob überschlägt. Das wäre trotzdem, also wäre ich gut mit bedient. Und ich wäre halt nicht, das wäre halt auch ein Vorteil, ich muss mir nicht so die Gedanken machen, dass ich irgendwelchen Mist mitmachen muss, den die Arbeitsagentur mir reindrückt. Ne? Bis jetzt sind sie ja noch ganz freundlich. Aber was sie mir an Vermittlungsvorschlägen auf den Tisch, also auf den virtuellen Online-Tisch klatschen, ist echt mies. Ist völlig unpassend. In anderen Städten und mit Kriterien, die ich überhaupt nicht erfüllen kann. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand von Hand macht oder ob das irgendein Automatismus da reinballert. Ich würde ja vermuten, dass da ein Algorithmus hinter ist. Und nicht eine Person. Ja. Naja, so sieht das aus mit Arbeit. Ne? Jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen Urlaub. Ich werde auch tatsächlich. Ich werde die Zeit ein bisschen aufteilen. Ich werde ein bisschen Urlaub. Werde tatsächlich ein bisschen Urlaub machen. Also die 3 Wochen werde ich einige Tage, also ich sag mal so, ungefähr die Hälfte der Tage werde ich gar nichts machen. Also nur abhängen und nur Sachen machen, die mir Spaß machen. Die andere Hälfte werde ich wohl gelegentlich noch Bewerbungen schreiben oder solche Dinge tun. Vollkommen überflüssig, die Angebote. Naja, nicht ganz. Eines davon ist tatsächlich ganz interessant, aber das ist halt nur eines von 5. Ne, also die anderen, also die, also mir scheint es wirklich so, als wenn die, also ganz simples Beispiel, ein Angebot, also eine Vermittlung reingedrückt gekriegt, da stand auch dran, Vermittlungsvorschlag liegt vor, also oder, wahrscheinlich haben sie sich schon selbst dort gemeldet und gesagt, wir haben hier einen Kandidaten, der wird sich bei Ihnen bewerben. Deshalb stand auch dran, laufende Bewerbungen können nicht gelöscht werden. Ich hatte aber dem Vermittler, also beziehungsweise dem Berater erzählt, ich habe keinen Führerschein. Das heißt, Jobs, die einen Führerschein erfordern, können sie von vornherein ausschließen. Trotzdem kriege ich hier Jobs in diese Vorschläge reingeballert, in denen halt drin steht, dass das den Aufgaben gehört, Reisetätigkeit, uneingeschränkte Reisebereitschaft, Support beim Kunden vor Ort und all solche Sachen. Ne? Und bei einem stand auch bei wünschenswert Führerschein. Ne? Ja, die bluffen viel, wollten mich nach dem Abschluss Pakete fahren schicken. Aha. Bin teilweise für den Firmen und gesagt, hat keinen Sinn. Hat funktioniert, das halt einen entsprechenden Job. Dauert halt manchmal. Hallo Euphone, guten Abend. Ja, also ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob die einfach nur irgendwas reinhauen, um irgendwas reinzuhauen. Ich weiß nicht. Ich suche mir lieber selber meine. Da gibt es ja echt viele Angebote. Ich suche mir diese lieber selber raus. Die beiden, also von denen, wo ich
Einladungen gekriegt habe, 2 von 3 habe ich mir auch selber rausgesucht. Und eine ist halt morgen. Das hatten die nicht auf dem Schirm, obwohl das eigentlich eine super, also von der Beschreibung her eine super passende Sache ist und von der Beschreibung her auch unter Umständen ganz angenehm dort ist. Mal sehen. Das ist natürlich, das kann man natürlich nie vorher sagen, wie es wirklich ist. Ne? Nun denn, wir werden sehen. Also eins von beiden wird passieren. Entweder kehre ich zu besseren Konditionen in meinen alten Job zurück. Okay. Ja, kann sein. Aus der Statistik, ja. Entweder ich kehre zu besseren Konditionen zu meinem alten Job zurück. Dann hätte ich, wie gesagt, 3 Tage in der Woche frei. Das ist wirklich ein gutes Argument. Also, da hatte mein jetzt noch Chef wirklich etwas gefunden, was mich sehr reizt. Oder? Oder ich finde was Besseres. Auf Jobsuche? Sozusagen. Ich hatte meine alte Arbeitsstelle habe ich gekündigt und hatte am Freitag meinen letzten Arbeitstag. Also, meinen letzten wirklichen Anwesenheitstag. Jetzt bis zum Ende des Monats bin ich noch beschäftigt, habe aber erstmal Urlaub. Ja, so sieht's aus. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt bin. Also soweit zu dem Thema. Ne? Unter Umständen werde ich nachher nochmal ein bisschen kurz was dazu sagen. Weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt, ob ich das... Also ein oder zweimal werde ich auf das Thema noch zurückkommen. 3 Tage Wochen, ne? Das wäre schon nett. Ja, entweder das ist ziemlich wahrscheinlich, oder noch einen freien Tag mitten in der Woche. Also, was weiß ich, Mittwoch oder so. 2 Tage arbeiten, frei. Ist natürlich, klingt auch mal nicht so schlecht. Ich muss mal gucken, ob ich hier schon gewesen bin. In diesem NG Plus. Es scheint fast so, Ich weiß das nämlich gar nicht mehr so genau. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich die... Ich glaube, ich habe die Gargoyles schon gemacht. Werden wir sehen. Ja. Naja. Und... So oder so, es wird sich also jobmäßig einiges ändern in meinem Leben. Entweder sehr stark oder nur ein bisschen. Auf jeden Fall musste ich mal auch so aus der Tretmühle raus. Aus diesem Tag ein, Tag aus das Gleiche. Jobtechnisch, ne? Weil das ging, also ich bin, wie gesagt, seit 17 Jahren in der Firma. Manch einer lebt noch gar nicht so lange. Ziemlich viele Leute sogar. Nämlich alle, die unter 17 Jahre alt sind. Ich bin so lange schon in dem Schuppen, tatsächlich. Man glaubt es kaum. Und ich habe wirklich lange einfach alles mit mir machen lassen, muss ich sagen. Hey. Naja, es tut ihm wohl nichts, wenn ich seine Waffe angreife. So aber schon. Naja. Erstmal genug davon. Ich werde da schon noch weiter drüber reden, aber erst dann, wenn ich wieder neue Informationen habe, ne? Wenn ich also mehr zu berichten habe. Sei denn, jemand fragt nach. Anderes Thema ist, ich war am Wochenende auf dem Mira Luna Festival. Das war mal wieder sehr cool. Na, weiß nicht, wie viele Leute das kennen. Das ist so ein Gothic Musikfestival in Hildesheim. Coolerweise also auch nicht so weit weg. Mit Zelten und allem drum und dran. Das war sehr angenehm, muss ich echt mal sagen. Ich wohne in Braunschweig. Das heißt, es war nicht so weit weg.
So, ich will mal gucken hier. Das war ziemlich cool. Also, wir waren zu dritt da. Eigentlich zu viert. Einer kam noch da. Also, wir sind zu dritt gefahren und einer kam noch später hinzu. Dort vor Ort. Und ich muss sagen, musikalisch war es diesmal nicht so herausragend wie sonst. Oder so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diesmal war nicht so viel Besonderes bei. Na, das letzte Mal zum Beispiel war End One dabei, wie ich ziemlich gut finde. Und ich glaube, das Mal davor oder davor, weiß ich nicht, war Nightwish dabei. Die finde ich ja richtig geil. Und naja, diesmal war halt nichts dabei, von dem ich denke, dass ich da unbedingt hin muss. Ja. Aber es war halt wieder eine angenehme Atmosphäre. Das Wetter war in Ordnung. Am zweiten Tag war es ein bisschen heiß. Deshalb habe ich auch, glaube ich, einen leichten Sonnenbrand. So ganz leichten. Hallo Kadan, guten Abend. Aber das war auch echt viel besser, wettertechnisch, als beim letzten Mal. Beim letzten Mal nämlich, ich verrat's euch, war nämlich Matsch. Es hat geregnet wie blöd. Es war nur Matsch, Matsch, Matsch. Grimmer als Zelda kann ich mir weniger vorstellen. Naja, ich normalerweise auch nicht. Ich bin ja eigentlich auch so ein unspontaner Typ. Ich liebe es, meine Bude zu haben, mein Bett, meine üblichen Sachen, meine Sachen, die ich immer im Kühlschrank habe. Also quasi meine gewohnte Umgebung ist eigentlich so mein Ding, sage ich mal, ne? Aber, naja, das klappt insofern gut, weil wir holen uns mit drei Leuten ein Viermann-Zelt. Also wir mieten das Zelt. So. Es gibt da so eine Firma, die hat eine Webseite und die Webseite heißt Mein Zelt steht schon. Naja, und es ist so, es ist das, was man so sich darunter vorstellt, ne? Man kommt hin und das Zelt steht schon. Weil jemand es schon aufgebaut hat für einen. Das heißt, man mietet man es. Ne? Total praktisch. Total geil. War ich hier schon? Nein, noch nicht. Total super. Ja, und das war halt wieder so ein relativ großes Zelt. Ein gemütliches großes Zelt. War total geil. Ich muss gestehen, bei solchen Dingen, wie so ein Festival oder sowas, ich lege tatsächlich schon Wert auf einen gewissen Komfort. Ich bin da nicht so dieser Minimalist oder der so ein Typ, der da einfach nur das Festival an sich braucht und gut, ne? Ich brauche auf jeden Fall auch, ganz wichtig für mich, eine gewisse Hygiene. Also ich muss da duschen können und ich brauche meine Wasserklosets. Mir wird richtig übel bei Dixie-Klos, das geht überhaupt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Dixie-Klos kann ich nicht benutzen. Also, wahrscheinlich kann ich sie benutzen, wenn es sonst in Hose geht, aber nur mit allergrößtem Widerwillen. Ja, deshalb wäre Bauarbeiter auch kein Job für mich. Oder irgendein Job, wo man keine ordentliche Hygiene hat. Ich zum Beispiel, ich drehe ja immer schon durch, ich werde ja immer schon übellaunig, wenn ich so verschwitzte Klamotten tragen muss. In den letzten Wochen, als es so heiß war, da war ich echt schlecht drauf, weil ich hasse es, wenn mir so meine Arbeits- und Tageskleidung so an dem Körper klebt. Da werde ich richtig, richtig, richtig grantig von. Kann ich überhaupt nicht leiden.
Natürlich ist das ein Luxusproblem, ne? Also weiß ich. Andere haben natürlich unter viel mehr Dingen zu leiden. Ist total logisch. Aber trotzdem. Sofern ich es vermeiden kann. Stimme ich blöd an. Sofern ich es vermeiden kann, tue ich alles dafür, um es zu vermeiden. Naja, und das klappt halt auf dem Fest ganz gut. Weil es da halt Duschen und Wasserklosets gibt. Oh Gott. Oh Mann! Das Rollen hat nicht geklappt. Ich bin zu blöd. Schon zweimal am Schmetterling gestorben. Das ist eigentlich ziemlich peinlich. Und ich gehe auch diese Festivals zum Quatsch. Hallo Kai, guten Abend. Dieses Festival, weil das Mira Luna ist das einzige, was ich besuche. Jedes Jahr ein Festival reicht mir hin. Bin ich gesättigt sozusagen. Ich war einmal bei Rock am Ring, habe festgestellt, ist gar nichts für mich, ja. Also ich mag diese Festival-Atmosphäre schon gerne. Und die Musik und die Leute und so weiter. Aber mir reicht das einmal im Jahr. Ich brauche kein zweites, drittes, viertes Festival. Dann wäre ich übersättigt. Wie wär's, wenn ich mal gucke nach einem Schild, das eine hohe Magieresistenz hat, hm? Wenn ich sowas hier finden sollte. Einen Schild. 65. 65. 40, 30, 55. Ja, das hier. Rock am Ring ist aber auch hart. So groß, so meinwürdig. Auch nett soll es wahrscheinlich heißen. Aushalten. Mein? So mein? So main? Was? So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du damit meinst. Mainstream. Okay. Okay. Hat einen Moment gedauert. Naja gut, also Mainstream ist das natürlich bei Dingens gar nicht bei Mira Luna. Da kommen eigentlich eher die nicht so mainstreamigen Bands. Ach, nun komm schon. Wie lange denn noch? Entschuldigung. Keine Ausdauer. Gleich gucken, was du geschrieben hast, Kai. Irgendwas mit friedlich. Ja, friedlich ist da auf jeden Fall. Sei denn, du triffst auch Idioten, aber die Idiotendichte ist da, glaube ich, nicht so hoch. Oh Gott, das war ja hat sich ja richtig gelohnt. Der Heiltrank. Also diesmal stelle ich mich wirklich ein bisschen ungeschickt an mit dem vollen Mistkrötenman.
Na, Rat nochmal vermieden. So. Das Mera Luna ist nicht zu überlaufen und nur friedliche Leute. Meiner Meinung nach auch das Beste. Sehr gut. Auch schon da gewesen, Kai. Mera gehe ich auch mal eventuell. Ist mir um die Ecke, aber Wacken und so geht mir als Pendler nur einmal im Jahr auf den Sack, weil es so voll ist auf der Autobahn. Okay. Ja, also, das ist da wirklich friedlich, ne? Also, die ganze Community ist ziemlich friedlich. Ich finde es da toll. Schön, teilweise auch schön kostümierte Leute, obwohl das ein bisschen nachgelassen hat. Und ist schon geil. Das macht schon Spaß. Aber wie gesagt, mir reicht es einmal im Jahr. Damit bin ich zufrieden. Und mir reicht es auch 2 Tage. Wenn das 3, 4 Tage wären, das wäre mir zu viel. So. Karuawa, hallo. Warum habe ich jetzt eigentlich den Schmetterling gemacht? Zu leveln wahrscheinlich. Ich heb mir mal die Seelen auf. Und zwar aus einem bestimmten Grunde, weil ich nämlich im letzten NG eine Sache verpasst habe, die ich in diesem auf jeden Fall machen will. Nämlich die ganzen Zauber kaufen. Und mit dieser Anzahl von Seelen sollte ich einiges schaffen. Ich laufe jetzt also erstmal zurück. Der nächste Auftrag ist es also, den Griggs heißt er, glaube ich, zu retten. So, habe ich dir letztes Mal erzählt, dass bei DS Master Platin rum diese Scheißräder mir den Skelett gekillt haben? Das habe ich, weiß ich gar nicht, ob du es erzählt hast. Aber das ist natürlich mies. Das ist natürlich echt mies. Also, guter Hinweis, guter Warnung. Ne? Ich habe zum Glück im ersten NG schon alles gemacht, was ich beim Skelett machen musste. Weil, also zumindest muss ich keine Chaosglut mehr holen, keine Feuerglut und so weiter. Das muss ich zum Glück nicht mehr machen. Dabei fällt mir etwas ein. Ich würde gerade mal kurz mal was überprüfen. Hi, Cherubim, guten Abend. So, es ist nämlich so. Irgendwo habe ich ein verzaubertes Schwert. Ich weiß bloß nicht mehr, was für eins. Skimitar. Enchanted, ne? Ja, Enchanted. Brauche ich noch eine blaue Scholle für. Ich glaube, ich war kurz danach zufällig hier. Keine Ahnung mehr, das geht ruckzuck. War nice, die sind schön synchron gestorben. Ah, okay. Aber das ist natürlich trotzdem blöd, wenn ein NPC von Monstern gekillt wird und man braucht den. Sehr unangenehm. Ich zum Beispiel brauche den Schmied, den Riesenschmied ja auch. Ich meine, ich brauche ihn spätestens im NG++. Aber es macht durchaus Sinn, für mich schon möglichst viele Dinge zu tun in diesem NG+. Damit ich sie dann hinterher auch nicht vergesse. Ich müsste zum Beispiel noch eine Blitzwaffe hochleveln und eine rohe Waffe, glaube ich, auch noch. Eine krude. Im Deutschen heißt eine Raw, heißt es hier. Welches Level? Jjo CC. Hallo erstmal. Level ist 77. Immer schön alles machen im Plus-Plus. Sif killen, Scherben kaufen. Und vor
Und es beenden. Ja. Wenn ich mal Millionär bin, dann lasse ich mir im Garten hier diesen Bereich hier nachbauen. Mochila, hallo. Guten Abend. So, der Auftrag ist es jetzt, den Griggs zu dingsen. Du bist also Level 77 schon im NG++, so sieht's aus. Warum auch nicht? Mal wieder einen anderen Schild, einen mit dem ich parieren kann. Die Tür da hinten habe ich noch nicht aufgemacht, ne? Ne. Na gut. Ach, zu spät. Na gut, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe das DLC einfach nicht gemacht. Aber ich hab's schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, welchen Level ich da hatte. Zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe, sie bringen mal einen Randomizer für das hier raus. Es sei denn, es gibt schon. Ich hab's übersehen. Auch möglich. Ich habe beruhigt. So, ich mal gucken, ob ich mir den ollen Schlüssel gekauft habe. Da bin ich nämlich gar nicht so sicher. Sieht so aus. Ja. Gut. Hab ich wohl gemacht. Dann gehe ich da mal hin. Und versuche den mal zu retten. Auch schon den Dingensschlüssel, ihr wisst schon, den Dingensschlüssel, den Kellerschlüssel. Wahrscheinlich, hoffentlich. Das letzte Mal ist ein bisschen her. Mehrere Wochen, glaube ich. Deshalb muss ich erst wieder so ein bisschen reinkommen. Und auch erstmal hier. Erstmal wieder so. Und dann muss er erstmal wieder verschwinden, der Hyopai. Für viele ist ja irgendwie heute oder morgen ein... Für viele Spieler ist ja heute oder morgen ein besonderer Tag, weil wohl das nächste aktuelle Add-on für World of Warcraft rauskommt. Ich muss leider sagen, dass ich da inzwischen da völlig den Anschluss verloren habe. Ich muss mal überlegen. Das hatte ich doch eigentlich schon durch, dachte ich. Hatte ich nicht das schon durch? Wisdom of the... Nein. Moment. Weapon Trophy. Ach so. Ja, das hatte ich schon durch. Gut. Also die ganzen Wunder habe ich schon. Zum Glück. Ich muss auch dran denken, ganz wichtig, dass ich diesmal die vier Könige mache, bevor ich das Herrschergefäß platziere.
Montag auf Dienstag um Mitternacht. MET, mitteleuropäische oder irgendwas. Release von Battle of Azeroth, ja. Gut. Manch einer ist da scharf drauf. Aber wie gesagt, ich habe da den Anschluss verloren. Schon vor langer Zeit. Ich habe zwar noch einen Account, aber der ist momentan auch, der ruht auch, der ist nicht aktiv. Da sind auch ein paar Charaktere drauf, aber die sind alle so steinalt. So grottensteinalt. Dass die wahrscheinlich noch Klamotten tragen, die man heutzutage gar nicht mehr kriegt. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor über 5 Jahren aktiv gespielt. Und mit aktiv meine ich, ich habe mich im Spiel aufgehalten, nicht etwa, ich habe irgendwelche tollen Sachen gemacht. So, folgen die mir. Ich warte mal einen Moment, nicht, dass mir den Rücken fallen. Mir scheint, die folgen mir nicht. Toll. Die Tanzhunde, ey. Also wie gesagt, ganz wichtig. War das hier? Oder ein weiter noch? Weiter noch. Ganz wichtig. Muss Zauber von ihm kaufen. Ne? So, dann nutze ich doch mal die Gelegenheit und versuche mich an dem Ziegendämon. Cheetah. Ha. Ey, der haut durch die Wand. Was für ein Cheetah. Der Hund da hinten kommt bestimmt gleich hier angetappert. Ach toll, zu früh. Möp. Schade. Die mich hier Wurfmesser. Ich mag das gar nicht, wenn die so zu viel kommen. Ich glaube, ich mache auch erstmal die Abkürzung auf, wa? Du gar hinterlistiger. Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, diesen Teil der Treppe hochzulaufen, was? Naja. Ist ja kein Speedrun. Was trage ich eigentlich für Ringe? Wieso trage ich keinen zweiten Ring? Was ist da los?
Brauche ich irgendwas von der? Zum Beispiel Giftpfeile oder so? Ich guck mal. Poison Arrows. Hab ich 30. Ein paar mehr wären nicht schlecht. So 50 oder so. Dann jammert sie auch nicht rum, was das für eine Zeitverschwendung war. Heute ganz komisch. Heute Morgen dachte ich, was. Ich will irgendwas spielen. Aber ich wollte irgendwas, sagen wir mal, Entspannendes spielen. Und da bin ich tatsächlich auf ein Spiel. Gestoßen ist das falsche Wort. Ich habe es einfach mal gestartet, was ich schon lange in meiner Steam-Bibliothek hatte. Aber eigentlich immer ignoriert. Nämlich Euro Truck Simulator. Das ist erstaunlich chillig, muss ich sagen. Das macht mehr Spaß, als ich dachte. So. Ich würde sagen, wir schauen mal, wa? Na, na. Oh, guter Anfang. Wie läuft es eigentlich mit Bewerbungen? Kai, es ist so. Ich habe der erste Vorstellungstermin, den ich an letzte Woche, wann war's? Dienstag hatte. Der war voll der Reinfall, weil ich konnte überhaupt nicht bringen, was die haben wollten. Das wäre entweder so ein Alleskönner, so ein super Alleskönner gewesen, so ein Einmann super duper gottgleicher Allesadministrator. Oder jemand, der zu den Kunden rausfährt, also Kundensupport macht mit vor Ort und so, konnte ich beides nicht leisten. Ging beides nicht. Das lief schlecht. Aber immerhin habe ich es schnell gewusst. Und es gab kein langes Rumgeeiere und Rumgedruckste sowas. Sondern man hat nach einer Viertelstunde gewusst, nee, das wird nichts. Und das ist ja eigentlich auch fair und okay. Aber morgen habe ich ein weiteres Vorstellungsgespräch. Und wenn das nicht hinhaut, naja, dann schreibe ich weitere Bewerbungen. Na, ich habe tatsächlich auch noch eine Bewerbung offen, aber das ist öffentlicher Dienst und da malen die Mühlen offenbar unglaublich langsam. Na, bei kommerziellen Firmen, da schreibst du heute eine E-Mail-Bewerbung hin, morgen kriegst du eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, wenn du Glück hast. Oder eine Absage, auf jeden Fall reagieren die schnell. Und da, wo ich mich beworben hatte, das dauerte erstmal eine Woche, dann habe ich einen Brief gekriegt, dass meine Bewerbung angekommen ist. Und weitere 4 Wochen oder so hat es gedauert, dann habe ich noch einen Brief gekriegt, in dem stand, dass das Verfahren ein bisschen länger dauern wird. Und dass man sich zu gegebener Zeit bei mir meldet. Ja. Ich drücke dir die Daumen für morgen. Dankeschön. Habe ich vorhin schon erzählt. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Ich versuche jetzt tatsächlich, wie gesagt, was Neues zu finden. Wenn mir das aber nicht gelingt, dann habe ich tatsächlich ein ziemlich gutes Angebot von meinem jetzt noch Chef gekriegt. Der hat mir den Job um einiges schmackhafter gemacht, als er jetzt gerade ist. Das heißt, es wird mir wohl nicht passieren, dass ich in ein finanzielles Loch falle oder sowas, weil entweder werde ich was Neues finden, was ich machen möchte. Oder ich gehe zu besseren Konditionen in meine alte Firma zurück. Eins von beiden. Persönlich lieber wäre es mir, wenn ich was Neues finden würde. Weil ansonsten fühlt sich das auch so ein bisschen an wie... Ganz ehrlich, es fühlt sich dann so ein bisschen an wie aufgegeben. Ne? Auch wenn ich bessere Arbeitsverhältnisse kriege.
Ich bin Administrator, ich bin Informatiker. IT-Administrator war das letzte. Also Systemadministrator war das letzte, was ich aktiv gemacht habe mit meinem Informatikerberuf. So, seinetwegen bin ich hier. Bin interested, jawohl. Alter, wie gesagt, bevor ich von der Behörde abhängig bin, ne? Bevor ich von der Behörde abhängig bin, die mir irgendwas reindrückt, was ich nicht machen will, womöglich mit langen Fahrzeiten und mit einer Arbeit, die ich hassen würde oder sowas. Also, bevor das passiert, würde ich doch lieber meinen aktuellen Job behalten. Eigentlich, man findet was, schon, aber für mich zählt, dass ich nicht umziehen will und dass ich nicht bestimmte Arten von Arbeit machen möchte. Also eigentlich möchte ich keinen Support mehr machen oder jedenfalls nicht so ein Hans und Franz für alles zuständig Support, sondern wenn dann für eine bestimmte Sache, um die ich mich dann auch kümmern kann und nicht irgendwie jetzt dies, jetzt jenes, ne, sondern eher zielgerichtet, ne? So, ich werde mal hier mal so ein paar Dinge kaufen. Great Soul Arrow kaufe ich jetzt mal. Zack. Und jetzt ist es auch angenehm, jetzt sind die Sachen in Englisch, jetzt finde ich sie auch besser wieder. Fall Control verkaufe ich. Na, also, so sieht's aus. Great Heavy Soul Arrow. Also, vorhin hat einer, gerade hat's gesagt, eigentlich habe ich eine Win-Win-Situation. Entweder zu besseren Konditionen in den alten Job zurückkehren. Mit einer 4-Tage-Woche. Magic Weapon. Oder was Besseres finden. Oral Decoy. Ja. Ich kenne niemanden, der Oral Decoy wirklich aktiv benutzt. Magic Shield. Habe ich auch noch nicht. Nehme ich mal Magic Shield. Und die anderen Soul Arrows nehme ich auch nochmal. Die habe ich zwar schon, aber dann habe ich sie wenigstens mehr, dass ich sie häufiger nutzen kann, wenn ich mal tatsächlich Magie benutzen will. So, jetzt mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Intelligenz habe ich 14. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Also, zumindest bin ich vor Absturz in Sozialhilfe oder so bin ich geschützt. Mal abgesehen davon, dass ich auch Freunde hätte, die mir wahrscheinlich helfen würden. Zumindest eine ganze lange Zeit, bis ich selber wieder was gefunden habe. Aber das wäre mir lieb, wenn ich sowas nicht in Anspruch nehmen müsste. Die würden es machen, da bin ich ziemlich sicher. Wurde mir auch schon angeboten. Die würden mir helfen, aber wenn es ohne geht, dann halt ohne. Ne? So, jetzt gucke ich mal. Erstmal gucke ich so. Hab ich denn noch eine? Ich wollte gerade sagen eine Scholle, eine graue Scholle. Die heißt ja hier Slap. Ich hole mir mal eine von dem verirrten Dämon im Asylum. Ne? Ich brauche das sowieso für Blitz und Donner. Nein, für Blitz vor allem. Ne? Eigentlich kann nichts schief gehen. Trotzdem bin ich ein bisschen aufgedreht, weil ich nicht genau weiß, was mit mir passiert. Jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber was auf jeden Fall schön ist, habe ich vorhin schon gesagt, wie viel ist. Ich habe mal so dieses Einerlei durchbrochen, auf jeden Fall. Dieses immer das Gleiche und immer wieder Aufregen über die gleichen Sachen und so. Das ist jetzt mal. Jetzt kommt tatsächlich Schwung in den Laden. Es kommt tatsächlich Schwung in den Laden, in dem ich jetzt gekündigt habe. Wahrscheinlich deshalb. Weil sie jetzt merken, oh, jetzt kündigen die Leute.
Jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal in den Tritt kommen. So, ne? Habe ich den Nebelring eigentlich? Ja, mal gucken. Mistkröte. Hab ich eigentlich den Nebelring? Ja, gut. Dann brauche ich den nicht mehr eintauschen. Und wie gesagt, ich habe jetzt erstmal drei Wochen Urlaub. Da werde ich einige Zeit von auch wirklich als Urlaub benutzen. Und einige Zeit gucken, wie es so beruflich weitergeht. Scherben tauschen. Also Scherben tauschen kann ich bei Fremd, dieser Schlange, die da am Feuerbandschrein erscheint. Da kann ich irgendwie größere gegen kleinere oder so. Twinkling. Aber davon hatte ich genug, ehrlich gesagt. Brauche ich eigentlich nicht. Muss mal was gucken. Kann ich eigentlich... Attune Magic. Kann ich eigentlich... Ach, guck mal hier. Ich kann dieses Wunder... Könnte ich wirken. Aber gut, das ist mir zu gefährlich. Ich wollte eigentlich Magic Weapon benutzen. Da brauche ich, fehlt mir noch eine Intelligenz. Für die Great Magic Weapon fehlt mir eine Intelligenz. Weißt du was? Was kostet denn ein Level? Ja, das ist... Ist okay. Pass auf. Great Magic Weapon. Guck da jetzt mal rein. Zack. So. Jo. La la la. Und im Urlaub werde ich auch nochmal einige Sachen, einige Spiele und sowas mir nochmal angucken, die irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, glaube ich. Ob ich das dann auch streamtechnisch mache, wird sich zeigen. No. Der hält jetzt ja natürlich NG Plus viel aus, ne? Und ich werde im Urlaub vielleicht mal ein, zwei Serien weitergucken, die schon lange liegen geblieben sind. Was ich schon längst mal tun wollte. Dazu zählt zum Beispiel The Tick. Davon habe ich erst eine Folge gesehen. Erzählen. Ich habe heute meinen ersten Urlaubstag. Ja, ich eigentlich auch. Also, ja, tatsächlich ja. Ich habe heute auch meinen ersten Urlaubstag. Oh oh. Aus 310 wird gar nichts, wenn man nicht trifft. Oh. 339 lohnt sich überhaupt nicht. Vielleicht gucke ich auch noch mal in Bloodborne ein bisschen rein. Vielleicht noch nicht. Oh Mann, Treffen ist Pflicht, Kumpel.
Burg jetzt besser. Oh oh. Oh oh. Okay. Brauche ich noch irgendwas aus der gemalten Welt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche nichts aus der gemalten Welt. Ich hole mir trotzdem mal die Puppe für den Fall, dass es doch noch was gibt. Oder für den Fall, dass ich was nochmal holen will. Ich muss ganz kurz auf mein Handy gucken. Entschuldigung. Achso, alles klar. Nutzlose Informationen.de. Schwert. Nicht schlecht. Kann ich gebrauchen. So, 100.000 Seelen. Heißt, also die schleppe ich jetzt die ganze Zeit mit mir rum, denke ich mal. Weil ich will die ja benutzen, um die teuren... obwohl, das geht erst im Archiv, ne? Einige davon zumindest. Die teuren... Zauber von Logan zu kaufen. Oder eventuell später noch ein paar von diesen komischen großen Scherben oder so. Ich will mal kurz was probieren, fällt mir gerade das ein. Habe ich eigentlich schon das Ding gekauft, mit dem ich selber die Waffen aufwerten kann? Ich wohl nicht gekauft, wie es aussieht. Muss ich gleich mal beim André kaufen. Weapon Box oder so, wie irgendwie auch das heißt. Ach, das war falsch. Jetzt nehme ich mal wieder den Bogen, glaube ich. Was war da denn los? Ach Mist, na gut. Da war noch einer. Von oben. So. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich runter zu Kameradin Quelak. Weil die Olle... Das Ding ist wohl noch nicht auf, schätze ich mal. Die sind die Festung, Sens Festung. Nee, wenn sie nämlich auf wäre... Wäre hier Friend zu sehen. Zu Sif muss ich auch. Wie gesagt, ich muss diesmal dran denken, zuerst die vier Könige zu machen und dann. Und dann, erst das Ding platzieren. Also, Quelak. Gut.
kann ja zum Glück heute den Prozentweg nehmen. Geht treten? Jawohl. Brauche ich irgendwas von ihm? Brauche ich eigentlich nichts. Nee. Komm, Kumpel. Ciao. Habe ich noch einen? Nein. Ich hole mir jetzt später irgendwann seinen Ring. Ich werde hier noch bestimmt noch ein paar Mal langkommen. Eigentlich hätte ich André auch besuchen müssen wegen dem Schmiedezeug, aber gut. Man weiß ja, wie es bei mir läuft hier in dem Spiel, wenn es um Platin geht. Etwas ziellos. Ich kriege zwar letztendlich alles hin, aber es zieht sich alles ein bisschen hin, weil es so ziellos läuft. Hier kann eigentlich der Spinnenschild seinen Dienst tun. Aus Toxingründen. Ach, schade. Dann halt so. Kriege ich oft meistens nicht hin mit diesem zweihändig Umschalten nach dem Parieren. Nicht mal, es geklappt. Aber es bringt in dem Falle gar nichts, weil ich trotzdem zweimal brauche. Was gehört zum Thema Mods auf der in der Remastered-Version? Gibt es hier solche Sachen wie Randomizer und so schon für diese Version? Das wäre mir sehr recht, weil das Randomizer-Mod fand ich eigentlich am allercoolsten. Würde ich gerne nochmal machen. Oh Mann, Dinger. Hass. Wenn ich mal dabei bin, was? Oh. Hier werde ich ja unter Feuer genommen, bei mir los. Oh. Ist normal.
mal hier. Pia, hallo. Herzlich und so. Legolas-Style. Na, komm ich von hier aus nicht ran, gut. Na, den haben wir erwischt. Sehr gut. Na, wie sieht's aus bei dir, hm? Wow. So, haben wir das auch schon mal. Eigentlich müsste ich es schaffen, die Seelen bei mir zu behalten. Bis ich den Logan befreit habe und seine ersten Zauber kaufen kann. Die anderen später im Archiv sind ja nochmal ein bisschen teurer. Gut, hat geklappt. Glück gehabt. Hast du einen Pip-Boy? Nein. Das war eine komische Frage darauf, wie es dir geht, aber nein. Habe ich tatsächlich nicht. So, aber ich habe, glaube ich, einen rostigen Eisenring. Jawohl. Und vielleicht sogar Entgiftungsgelumpe. So, jawohl. Relativ viel sogar. Oh, der Host vom Retro-Prinz. Dankeschön. Ah, lol, habe ich gehört. War eben in der Küche. Da brät übel laut Ei. Okay. Ei heißt wahrscheinlich Ei und nicht ein irgendwas, was nicht zu Ende gesagt ist, oder? Tische. Ach, wie wär's denn damit mal hier wieder versuchen, mit jemandem online zu machen? Ein Spiegelei. Mal sehen, ob jemand will. Schätze nicht, weil ich in falschen Levelgröße bin hier. Es sei denn...
Hallo Lilith, Dankeschön. Es sei denn, jemand ist auch im NG Plus hier. Ich will mal probieren, was für einen Unterschied das macht hier. Geben wir dem mal eine Minute oder so. Eldeno, hallo, Dankeschön. Dankeschön, Ripmaf. Und Lilith, erst recht, danke. Herzlich willkommen. Schönes Emote. Hier will doch keiner hier, ne? Leute. Also so ein bisschen, als wenn du losstürmst mit deiner ganzen Truppe und willst eine Brücke stürmen, voller Gegner. Ja, vorwärts! Und du hast hinter dir dann plötzlich keine Leute mehr, ne? So, will wohl keiner, okay. So. Was macht denn ein normaler Angriff? Für Schaden bei R. 273. Ich gehe mal IE gucken. Okay. Dann viel Spaß bei IE. Ah ja, wahrscheinlich. Eieiei, dämliche Lava! Ja! So, alle anderen gucken mich an, so nach dem Motto, was ist der jetzt wirklich dahin gelaufen? Ne? Ja, also auf jeden Fall herzlich willkommen. Alle, die... Auch die rumlurken, das ist auch sehr willkommen. Mache ich eigentlich auch fast immer. Danke. Miau, miau. Okay. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wahrscheinlich würde ich deutlich mehr Schaden mit der Great Magic Weapon machen, wenn ich selber mehr Intelligenz hätte. Ich habe ja eigentlich, ich habe ja nur das Minimum, was man braucht dafür. Nochmals danke. Und nochmals danke. So, das heißt, jetzt kann ich zurück. Oh, Krokodil. Danke fürs Folgen. Jetzt kann ich zurück. Und wieder hoch und in Sens Festung. Dort kann ich relativ zügig den Logan befreien. Und dann kann ich mal die ganzen Zauber von ihm kaufen, die er jetzt bereits hat. Das mache ich auf jeden Fall. So wird's laufen jetzt. Ja, komm. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich erst noch ans Leuchtfeuer unten setze.
Was mache ich ja eigentlich? Wenn schon, denn schon, ne? Ich habe überlegt, ob ich mich unten nochmal als Leuchtfeuer setze. Aber das macht jetzt. Ist nicht so dringend notwendig. Ich renne jetzt wieder hoch. So sieht's aus. Die Glocke hatte ich geläutet, oder? Ja, ne? Ja, diesmal ja. Ich habe es tatsächlich schon gebracht, dass ich die Gargoyles besiegt hatte, Glocke geläutet, dann Quelak besiegt und wieder zurückgelaufen. Und dann oben in Sens Festung habe ich festgestellt, Moment mal, warum ist das olle Tor noch hier? Ja, es lag daran, dass ich vergessen hatte, die Glocke zu läuten. Es war eben ein Insekt. Oh, wir sind zum Glück halbwegs verschont geblieben. Um nochmal auf das Mira Luna zurückzukommen. Es gab zwar hier und da mal eine Wespe, so eine vereinzelte, aber wir sind grundsätzlich verschont geblieben von Insektenattacken. Auch Mücken und so. Ich habe keine einzige Mücke mitgekriegt. Auch obwohl es so warm war. Oh, Nase, es tut mir leid, Nase juckt wie blöd, immer wenn ich streame. Muss gleich mal mich drum separat drum kümmern. Muss mir sowieso was zu trinken holen. Lalalala, den Weg zurück laufe ich. Da gibt's auch nichts. Flugteil von Gelinde. Ja, aber im Jahr zuvor oder nochmal zuvor, da waren ganz schön viele Mücken unterwegs. Merkwürdigerweise. Jetzt, wo du es sagst, ist es schon merkwürdig. War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Ah, ich nehme das mal mit. Wie meistens oder wie bis jetzt eigentlich immer. So, dann kann ich noch ein Dingen abgeben, noch eine Feuerhüterseele. Und dann geht's, wie gesagt, schon los, Logen retten. Und dann am besten zu Sif. Firekeeper Soul. Ja, einer geht wohl noch. Ich glaube, bis 7 geht's. Ach, und ich freue mich auch ein bisschen, dass ich den schweren Kampf Smo und Ornstein schon gemacht habe. Also den, bei dem am Ende es gegen Super Ornstein geht. Mit dem komme ich ja nicht so gut zu Rande. Hat zwar geklappt letztes Mal, aber irgendwie klappt das besser mit dem guten, dicken Smo.
Da lang. Wir nehmen mal einen Ring, mit dem wir was anfangen können. Hier. Weil ich glaube, auch mit Perry werden die wahrscheinlich nicht beim ersten Mal tot sein. Warum kommt der bloß immer da lang jetzt? Ja, vielleicht doch. Nun kennen. Ah, ist aber schön, reicht auch ohne den Hornissenring. Oh, der haut ja ganz schön rein mit seinen dämlichen Blitzangriffen. So, da unten müssen wir gleich hin. Ma. Komm, hau die Mauer kaputt. Oh, toll. Naja, dann komme ich halt nochmal wieder, ne? Oh, ich hole mir mal ganz schnell die Sachen da, ne? Um selber Waffen aufzuwerten. Der Depp, ehrlich. Hier, bitte. Pour Chase. So, Weapon Box holen wir auf jeden Fall. Armor auch. Crest of Artorias. Warum nicht? Der Depp, aber wirklich. Lässt sogar was fallen? Ach, dieses Ding. Okay. Na, seht ihr? Ne, man kriegt halt im NG Plus schon echt eine dolle Ecke mehr an Seelen. Und die ganzen Sachen, die man kaufen kann, bleiben gleich teuer. Also passt das ganz gut. Die Sachen jetzt zu kaufen, die Geld kosten. Also Seelen, ne, in dem Falle.
Au, au, au. Piu, piu, piu. So, jetzt sei bitte nicht dumm. Ich locke mal ein Stückchen weg. Genau das hätte er eigentlich in Richtung Wand machen müssen. Vielleicht macht das ja jetzt. Mal sehen. Danke. Ja, open. Beinahe runtergefallen noch. So, jetzt ist der Hiopai beim Dingelschrein, ne? Beim Feierlingsschrein, da gehen wir auch jetzt so direkt hin. Letztes Mal habe ich es nämlich verpasst. Da habe ich die ganze Questreihe durcheinander gebracht, weil ich irgendwie nicht mit ihm gesprochen hatte und plötzlich war er weg. Oder, genau, er war weg, tauchte aber dann im Archiv des Herzogs nicht mehr auf. Weil ich hatte erst irgendwie mit ihm geredet, als das eigentlich alles schon alles vorbei war. Mit Cease und dem ganzen Kram. So, mit meinen immensen 15 Intelligenz müsste ich ihn eigentlich auch weit genug beeindrucken, dass er mit mir redet. Und mir Sachen beibringt. Am besten nicht auf ihn drauf springen. So, also, was haben wir denn hier? Homing Soul Mass. Kann ich nicht benutzen, weil ich nicht genug Intelligenz habe, aber haben muss natürlich auf jeden Fall. Soul Spear. Das ist 40.000. Gut, dass ich das kaufen kann. So, was hat er noch? Noch was ich noch nicht habe? Nein, hat er nicht. Gut. Ich kaufe mal die ganzen Sachen. Ich muss ihm sowieso alles abkaufen, damit er hinterher die anderen Sachen freischaltet. Ne? Gut. Lief. Ich muss ihm alles abkaufen. Alles. Er hat, glaube ich, nichts mehr, oder? Oh, hallo. Nee. Aber den Ring kaufe ich auch. Den nicht. Der ist für mich nutzlos. Na, für den Fall, dass ich gern tatsächlich nochmal Magie benutzen will. Intelligenz. So, was ich auch machen muss, ist die ganzen Spells von Dusk auf Ulasil zu holen. Also, nachdem sie aus dem Golem gerettet ist. Ne? Dusk. Genau. Dusk. Treasure. Sag mal, Strong Magic Shield, habe ich das noch nicht? Nee, tatsächlich habe ich das wohl noch nicht.
wie es aussieht. Naja, dann habe ich das wohl in den Archiven irgendwie übersehen. In einer Kiste, glaube ich, ist das auf einer dieser Galerien. Big Head Logan. Das, alles klar. Ja. Ah, das passt doch ganz gut. Wenn ich in Richtung Schmied gehe, wollte ich gerade sagen. Ich habe mich ja gerade hier dran gesetzt. Ich mega Schlaubi. Weil, das ist ja alles in der Nähe. Auch der olle Wolf, ne? Sif. Sif, der olle Wolf. Muss ich auch hin. Ah, dann kann ich auch gleich mal dieses Feature mit den verschiedenen Eiden ausprobieren. Den Eiden am Bonfire. Wenn ich nämlich in den ollen Katzeneid zurückkehre, dann dürften mich eigentlich die Gestalten nicht angreifen. Es sei denn, der ist weg durch das NG+. Das weiß ich nicht so genau. Oh. Man sieht wohl nur diejenigen, die man in dem NG schon gefunden hat. Okay. Also, Sif, Hydra, das ist so Hydra und dann Dusk. Das ist mal so ein bisschen die Reihenfolge jetzt. Diesmal habe ich ja sogar den Schlüssel für den Vordereingang. Schön, dass man ihn aufschalten kann. Das war früher nicht der Fall. So, dann entdecke ich doch mal den Katzeneid hier, oder? Waldhüter-Eid heißt es wohl. Ich werde wieder vorher
kurz mal das Dingen hier legen, das Seelenzeichen, Beschwörungszeichen. Nur für den Fall, dass sich hier was ergibt. Tut's aber bestimmt nicht. Need bravery. Be wary of sorrow. Man kann... Man konnte zumindest früher, ob es jetzt noch geht, weiß ich nicht. Auch hier irgendwie hochglitschen oder hochspringen und dann von außen den Sith beschießen, sofern er denn da ist. Tatsächlich. Also einmal rein gehen, austeleportieren. Und dann tatsächlich einfach von außen mit Pfeil und Bogen oder Magie oder so. Ja, aber wird wohl keiner. Angriff. Aber da. Hat das uns gebracht. Da habe ich aber echt super Glück gehabt dran. Ah, sie juckt. Ah, sehr coole Musik hier, ne? Ich weiß, dass man den Doppelkreisel auch durchrollen kann. Ist mir auch schon mal gelungen. Los. Meistens klappt es bei mir nicht.
Na. Hallo Kante, guten Abend. So, okay, haben wir Sif. Müssen wir uns jetzt die Olle Hydra holen. Und den Golem und so weiter. Und dann Dusk, ne? Wegen ihrer Magie. Ach, das ist doof. Dass Gegner immun sind während bestimmter Sachen. Also wenn sie gerade aufstehen, wenn sie gerade sich hinlegen oder zu Treppen steigen oder irgendwie sowas. So, damit er mir nicht in den Rücken fällt, ne? Alles klar, bei der Kante. Der Vorschlag, den du geschrieben hast, das Spiel, das ich mir angucken soll, das werde ich mir angucken, tatsächlich. Beim Festival habe ich nicht keine Gelegenheit gehabt. Aber bald. Hier ist ein Bogen, den kann ich nicht brauchen, habe ich schon. Das Festival war gut, ja. Leider war es musikalisch nicht so herausragend. Also es gab keine Band, bei der ich dachte, oh ja, die hat sich richtig gelohnt. Es war einfach, sagen wir mal, generell gut. Na, hat wieder Spaß gemacht und alles. War alles gut, aber leider keine Band dabei, bei der ich dachte, oh, gut, dass ich die gesehen habe. Das war ein bisschen schade. Ich war öfter dort, genau. Es war irgendwie jetzt das vierte Mal oder so in den letzten Jahren. Dritte oder vierte Mal. Und bis jetzt war es eigentlich immer so, dass es wenigstens eine Band gab, bei der ich am Ende dachte, geil, die war ja richtig gut. Und das hatten sie irgendwie diesmal nicht. Oder ich habe es verpasst. Es gibt ja auch zwei Bühnen dort. Die Hangarbühne und die Hauptbühne. Und womöglich waren die Sachen, die mir persönlich besser gefallen hätten, dann auf der jeweils anderen Bühne gewesen. Da laufen nämlich immer dann irgendwie zwei Bands so mehr oder minder gleichzeitig so mit Überlappungen. Aber es war schon ein schönes Erlebnis wieder. So. Die Hangar-Party am Freitag. Ja, die verpasse ich meistens. Wir kommen freitags an, üblicherweise. Nachmittags und hängen dann meistens so ab.
ist eine Fliege auf dem Monitor. Das geht ja gar nicht. Hängen dann einfach so ab. Und gehen nochmal über den Mittelaltermarkt, holen uns noch was zu essen und so. Und das, den Rest haben wir immer irgendwie, naja, verpasst, wie es aussieht. Aber ich mache das Ganze, dieses Festival ist für mich auch eher so was eher Entspannendes, Chilliges als Party, ne? Weil die meiste Zeit hängen wir auch auf der Wiese rum. Die meiste Zeit hängen wir auf der Wiese rum und hören uns die Musik an. Ist auch nicht so, dass wir nach vorne laufen und dann vorne mit Party machen. Aber wir sind da eigentlich eher so die ruhigen Gestalten, ne? Das Schnecken. Ein Propaganda, ja. Zu gefährlich. Da laufe ich nicht hin. Falle ich ins Wasser. Vielleicht das nächste Mal angucke, ist, falls es nächstes Mal wieder ist, die Lesung von Markus Heitz, ein Autor von so, naja, wie nennt man es, Urban Fantasy oder so, der Autor, der auch dieses relativ bekannte Fantasy-Werk Die Zwerge geschrieben hat, ich kann es kurz mal ausloggen, wieder einloggen, ne? Die Zwerge, aber ich... Er hat auch ein paar andere Bücher geschrieben. Und ich mag eigentlich sehr, sehr gerne ein oder zwei davon. Vielleicht hole ich mir mal ein Autogramm oder so. Falls der sowas rausrückt. Ich vermute ja schon. Wobei ich natürlich wieder bei meinen Freunden, die da mit mir hinfahren, sagen wir mal, wieder auf extremes Unverständnis stoße. Weil Autogramme verstehen die nicht. Gut ist manchmal auch. Ja, es war, wie gesagt, es war angenehm. Es war schön. War schön, da gewesen zu sein. Hat sich grundsätzlich gelohnt. Ja, auch nicht so ein exzessiver Autogrammjäger, aber wenn ich eine halbwegs einfache Möglichkeit habe, ein Autogramm von jemandem zu kriegen, den ich gut finde, ohne da wirklich richtig tief in die Tasche zu greifen oder echt Aufwand auf mich zu nehmen, dann doch gerne. Die Modeschau ist geil, ja. Also ich habe sie selbst noch nicht gesehen, will ich sagen. Deshalb klingt das komisch, ich sage jetzt geil, aber da gibt es ja auch entsprechende Klamotten Läden dort und von denen wird das wohl veranstaltet.
Ne? Also die Mode, die man da sieht. Total cooles Zeug. Was man aber, was im Alltag natürlich kaum gebräuchlich ist. Aber wirklich total krasse, tolle, geile Sachen. Aber ich muss gestehen, was das Verkleiden oder das Kostümieren an Miraluna angeht. Ich bin da eher so ein Faulpelz. Für mich ist jeder immer ganz, ganz schluffig und entspannt hin. Eine kurze Hose und ein schwarzes Shirt und vielleicht irgendwie Sandalen oder sowas. Also irgendwas Schluffiges, Gemütliches ziehe ich mir eigentlich üblicherweise an. Ganz schön viele Leute dort nehmen ja echt auch ganz schön Leiden in Kauf für ihre Kostümierung. Ne? Vor allem, wenn es so unglaublich heiß ist, wie neulich. Es war zum Glück ganz ordentlich und nicht zu heiß diesmal. Der zweite Tag war ein bisschen... waren hitzemäßig ein bisschen unangenehm, aber generell war es super. Learn Gesture, falls ich die noch nicht habe. Und so. Hidden Body. Zack. Abhaken. Hast du Fotos geschossen? Fast keine. Ehrlich gesagt. Ich habe ein Foto geschossen. Also eigentlich die beiden Fotos, die... Also ich habe drei Fotos geschossen. Insgesamt drei. Das erste, was ich im Discord gepostet habe, quasi nochmal aus einer anderen Richtung. Sieht nichts Neues. Und das zweite war meine Frühstückspizza. Ich bin immer... Ich denke meistens zu spät dran, Fotos zu schießen. Ich habe es irgendwie noch in den Knochen stecken von früher. Ich bin wohl alt genug, um früher mit einem Rollfilm fotografiert zu haben. Also tatsächlich mit Filmen, den man aufwickelt und entwickeln muss. Und das steckt irgendwie noch in mir drin. So die... Discord, ja, auf der Empfangshalle-Seite. Es steckt noch in mir drin, dieses sparsam mit Fotos umgehen. Ne? Als ich früher auf Klassenfahrten war und eine normale Rollfilmkamera hatte, eine Praktika, 36er, zwei 36er Filme auf einer Klassenfahrt. Und dann habe ich mir jedes Mal überlegt, lohnt sich das? Lohnt sich das? Und dann habe ich oftmals kein Foto geschossen. Diese Fotosparsamkeit, naja, steckt halt noch in mir drin. Völlig unberechtigterweise, weil jetzt kannst du eigentlich kostenlos beliebig viele Fotos machen. Oder zumindest hunderte. Ja, genau. Richtig. So, Repair kaufe ich. Ich kaufe Chameleon. So, bin ja selber sehr spät in das Smartphone gedüngt. Hm. Okay. Hidden Weapon. Ich bin da relativ früh eingestiegen, also... Schon, tatsächlich ja. Aber... Ticket. Okay. Aber wie gesagt, es steckt halt... Irgendwie habe ich es doch noch so in mir, sag ich mal, ne? Und den kaufe ich auch mal, warum nicht? So. So, haben wir das auch. Die einzigen Zauber, die ich noch brauche, kriege ich entweder von Big Head Logan im Dukes Archiv. Oder ich finde sie im Archiv. Ja. Okay. So. Das heißt, ich kann die restlichen... die Seelen könnte ich schon verbraten. Bis es soweit ist, müsste ich eigentlich noch wieder genug aufgebaut haben. Wenn nicht, muss halt mal ein bisschen gesammelt werden. Wir doch ruhig mal ein bisschen was im Int. Warum nicht? Kann ich wenigstens ein bisschen zaubern. So, was wollte ich jetzt als nächstes machen? Ah, das fällt mir gerade ein. Jawohl. Reinforced Weapon. Und zwar habe ich hier irgendwo ein Blitzdingen +4, glaube ich.
Ist enchanted, da fehlt mir noch die Slab. Da fehlt mir ein Wises, vor allem Wises Dingen. Da, Lightning plus 5. So, und Lightning fehlt auch tatsächlich, glaube ich, noch. Ich riskiere es einfach. Flimm. Und? Lohnt es sich, einen Stift in die Hand zu nehmen? Jawohl. Lightning Weapon. Abgehakt. Gut. Enchanted kriege ich auch noch. Muss ich die blaue Scholle holen. Okkult kriege ich, muss die weiße Scholle holen. Und Chaos-Waffe. Habe ich hier auch eine Chaos-Waffe? Plus 4. Ich glaube, ich hatte irgendwie so ein völlig, so ein Chaos, kaputtes Schwert oder irgendwie sowas. Da, plus 4. Ja, ja, ja. Okay. Also rote Scholle, weiße Scholle, blaue Scholle. Brauche ich. Gut. Gut, gut, gut. La, 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 la. Ich gehe mal wieder zum... Erst zum Feuerbandschrein zurück, oder? Ja. Genau. Zum Feuerbandschrein. Nächste Aufgabe. Die Ruinen von Neulondo und die vier Könige. Bevor ich halt das Herrschergefäß platziere, ich hab's ja auch noch gar nicht. Morgen wird bestimmt wieder so ein angespannter Tag, weil morgen ist ja wie gesagt dieses Vorstellungsgespräch. 14.30 Uhr. Das heißt, irgendwie kann ich vorher wahrscheinlich nichts machen, weil ich irgendwie nicht zur Ruhe komme. Und danach ist der Tag auch schon wieder mehr oder weniger rum. Also der Tag morgen dreht sich um dieses komische Vorstellungsgespräch. Würde ich mal so behaupten. Oh, ich könnte es zum Beispiel nutzen, um nochmal in Ruhe in der Stadt zu frühstücken oder so. Und dann habe ich wenigstens noch was Sinnvolles gemacht. Ich glaube auch, dass spätestens ab jetzt ein Kampf gegen die vier Könige mit Tank-Taktik nicht mehr helfen würde. Du hast nichts mehr, ne? Ne, gut. So, ich werde mal eine Sache machen. Ich habe doch eine coole Pyromantie, die ich eventuell gegen die vier Könige ins Feld führen möchte, wenn es denn soweit ist. Ah, guck mal hier. Aber erstmal muss ich natürlich die Geister loswerden und alles Wasser ablassen und die ganzen Mumpitz, ne? Ich mache das auf die simple Art mit
Ingvard mit Pfeilen töten. Ich glaube, die Dusk-Ringe, das ist eigentlich eine gute Sache, weil die Dusk-Ringe sollte man nicht aufheben, damit man immer direkt sieht, in welchem Endgame man ist. Möp. Nicht gelockt. Das fehlt übrigens, finde ich. Das hätten sie mal einbauen können. Hier im Remaster. So eine Darstellung. Einfach so eine, dass man es irgendwie einblenden kann. So einfach nur, dass man es einblenden kann, in welchem Endgame man gerade ist. Das wäre richtig gut gewesen. Möp. Wäre auch überhaupt nicht schwer gewesen. Von hier aus geht es nicht, ne? Das wäre. Ne, es wäre natürlich ein Traum, aber das wäre geht nicht. Ne. Das wäre doch auch, also ich sag mal, eine ziemlich vernünftige Sache. Ja, verstehe ich total. Das mit dem Überblick da. Hey, Schitte. Mist, Waffe in Gefahr. So, Spaghetti Gorgonzola ist fertig. Nice. Nicht schlecht. Hab ich zufälligerweise Reparaturpulver? Nein. Tja. Ich will trotzdem gucken, ob ich es schaffe, den Ingvard zu plätten. Dass ich das Wasser wenigstens ablassen kann. Na, ansonsten, wie gesagt, einfach NG einblenden, eine Option. Rechts unten, neben den Seelen. Ah! Wow, warum hat er jetzt eine Rolle gemacht? Niemand weiß es. Na, ich habe Glück gehabt, dass er nach vorne gekommen ist. Er ist natürlich, also das ist natürlich eine beknackte KI hier gerade, ne? Ich weiß nicht, ob sie das bei FromSoft einfach übersehen haben, die Möglichkeit, ihn von unten anzugreifen. Oder was da Sache ist. Ich warte mal einen kleinen Moment. Bis das wieder, bis das hier mal wieder aufgehört hat mit dem Fluch, ne?
60. Hm. Bei, das fand ich bei Dark Souls 2 eigentlich cooler, dass man auch einen bereits gewirkten Buff nochmal wirken kann. Irgendwie Feuer auf die Waffe ist noch nicht abgelaufen, aber man kann es einfach verlängern. Das fand ich gut. Theoretisch könnt ihr auch versuchen, einfach durchzurennen, was natürlich echt gefährlich ist. Zumindest wenn man nicht blocken kann. Das Rüberspringen mache ich mal nicht. Weil das ganz schnell tödlich endet kann. Das hier übrigens auch. So. So. Jetzt ist da unten offen. Jetzt könnte ich theoretisch zu den vier Königen gehen, ne? Das mache ich auch. Aber erst repariere ich meine Waffe. Repair. Das von mir aus auch. So. Und das hier wird mal ausgetauscht gegen das Ding hier. Also, ne? Auf geht's gegen die vier Könige. Ich frage mich, was passiert, wenn man erst die vier Könige besiegt und dann nochmal mit der ollen Katze spricht. Weil sie hat ja behauptet, dieses Abgrundschreiten, Traversing the Dark oder the Abyss, was hat sie gesagt? It's none but a fairy tale. Es ist nur ein Märchen. Dann könnte man quasi behaupten, dass man das aber schon gemacht hat. Wahrscheinlich sagt sie nichts anderes. Warte mal eben, auf dem Weg hier kann ich mir ja eventuell noch die letzte Feuerhüterseele holen. Dann muss ich da nicht mehr dran denken. Erledigt.
Bärmann, hallo, guten Abend. Ach, sieh an, Darkhand. Darkhand, die brauchte ich auch. Warte mal eben. Darkhand. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Oder? Tatsächlich hatte ich die noch nicht. Gut. Kriegt man wohl auch, wenn man dem Eid von Cast beitritt, diesem Blabla-Eid. Bärmann, kennst du mich noch? Neulich bist du da gewesen. Und dein Name, den Namen kenne ich. So. Jetzt auf ein bisschen Glück hoffen. Und gute RNG. Ne? Power Within. Warum kann ich das nicht benutzen? Warum kann ich Power Within nicht benutzen? Das ist ja geknackt. Naja, ach gut. Ah, an dieses Detail erinnere ich mich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Oh. Na, läuft noch nicht so gut. Nächste ist da. Bitte. Tja, wenn der in den Kampf eingreift, dann habe ich verloren. Ist doch unmöglich, jemanden zu besiegen ohne Heiltrank. Nein, ist es nicht unmöglich. Man kann die schaffen, ohne dass man getroffen wird. Vielleicht nicht unbedingt im NG+. Also, kann man auch. Aber ich krieg's nicht hin. Und jetzt, wieso hat das nicht geklappt hier gerade? Hä? Power Within. Warum konnte ich das nicht zaubern gerade? Ach, ich weiß warum. Weil der andere Skill noch, der andere Zauber noch aktiv war, der, wie heißt der denn? Der, Transient Curse, der Wanderfluch. Der war noch aktiv, das war das Problem, deshalb ging's nicht. Was für Mist. Genau. Gibt es Leute, die nur Hitwaren abgeliefert haben? So, jetzt muss ich warten, bis das... Ja, eigentlich kann ich auch mal loslaufen. Unten muss ich nochmal einen Heiltrank nehmen oder fünf. Ja. Ah. Moment, das Power Within kann man nur einmal kriegen, oder? Moment, ich guck eben nochmal ganz kurz. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich schon echt schwer. Im NG kann man die ganz gut schaffen. Also da ist es ganz gut schaffbar, die ohne Hit selbst einen Hit abzukriegen zu schaffen. Das geht schon.
Deshalb hat der Transient Curse nicht geklappt. Power is in. Komisch eigentlich, dass das eine das andere unterbindet. Haben doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Eigentlich wäre heute ja wieder Lost Odyssey dran. Aber habe ich neulich schon geschrieben. Das ist momentan unmöglich zu schaffen in der Konstellation. Ich habe das Spiel so einfach so quasi so gespielt, mit der Story gefolgt und so weiter. Hätte aber, wie es aussieht, extrem viel mehr farmen müssen. Level und Waffen und Zauber und so weiter. Also, wenn ich das vergleiche mit anderen Leuten, die das gespielt haben, irgendwelche YouTube-Videos, da bin ich super extrem unterlevelt. Kann froh sein, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Heißt, ich werde irgendwie offscreen oder so die Level leveln. Ne? So. Und dann, wenn ich soweit bin, dann versuchen wir es wieder. So. Jetzt bitte Ruthless RNG. Ah. Ich hab doch vor vollen gedrückt. Aber anscheinend nicht zum richtigen Zeitpunkt. Muss ich mir wenigstens keine Gedanken machen um irgendwelche Seelen, die nur aufzusammeln sind. Das war ja schlecht. Na, das wird schon schaffbar sein. Ja, hab doch gedrückt, genau. Also, ich hab auch gedrückt, aber offensichtlich nicht zum richtigen Zeitpunkt. Sonst hätte es ja nicht geklappt. Und im MMO, wenn du mit Leuten da zusammen bist, ja, eigentlich der Heilzauber war eigentlich durch, ne? Versuchen wir es mal so. So, nächster Versuch. Bitte keine Magie. Oh, er macht doch Magie. Scheiße. Kackmagie. Ja. Super Sache. Fängt scheiße an, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, dämliches Insekt hier. Heilung widerstanden, das geht. Oh. Das lief nicht so gut. Genau. Nächster Versuch. Geben wir dem mal ein paar Versuche.
Ich muss, wie gesagt, auf jeden Fall hätte ich eigentlich beim NG machen müssen. Oder wäre gut gewesen. Auf jeden Fall die vier Könige machen, bevor das Herrschergefäß platziert wird. Blödes Fliegen, Mistvieh. Hau ab. Power within. Heilung widerstanden. Das habe ich noch nie miterlebt im MMO. Ich meine, ich habe ja auch Spiele nicht so häufig in größeren Gruppen zusammen. Und einen Raid habe ich bis jetzt sowieso noch nicht mitgemacht. Weil ich da immer irgendwie, weil ich lieber Welt entdecke und so weiter und Raid mir zu stressig erscheint. Aber auch in kleinen Gruppen ist mir das noch nicht passiert, ehrlich gesagt. So, bitte keine Magie. Oh. Toll. Das Ding, was so langsam fliegt. Oh nein. Irgendwie gar nichts hier. Wo ist er? Wo ist er? Da. Ey. Naja, halb durch. Wird schon klappen. Nächster Versuch. Manch einer, habe ich gesehen, wenn der in den Raum reinkommt und einer der vier Könige macht als erstes einen Magieangriff, dann macht er einfach Save und Quit und geht aus dem Spiel raus. Und geht dann einfach wieder rein. Ah, das mache ich nicht. Mm-hmm.
Kann natürlich auch eine andere Waffe benutzen, den Blitzhammer zum Beispiel. Schönen großen Blitzhammer. Versuchen wir es erst nochmal so. Oh, das war zu weit, glaube ich. Ja. Was? Keine Magie, bitte, keine Magie, bitte. Wow. Wow. Das zweite übersehen. Seh nix, seh nix. Komm, mach keine Magie. Nicht genug Ausdauer, ja, One-Hit. Nicht ganz. Aber der nächste kommt wahrscheinlich gleich um die Ecke hier. Das war ein bisschen gierig gerade. Aber geschafft. Wir reden mal mit ihr hier. Oder ihm. Dankeschön. Klar, Enter Covenant. Pling. Dark Wraith. Humanity, hm?
Mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas brauche hiervon. Die Dark Hand habe ich ja schon. Glaube nicht. Glaube nicht. Nee. Colgate White, ja, genau. Dark Race, den habe ich gefunden. Warrior of Sunlight offenbar auch, weil ich habe ja selber Dingen sie hier, diese entsprechende gelbe, das gelbe Schwörungszeichen gehabt. Colgate White. Das Finsterschwert ist super. Naja. Jetzt dürfte eigentlich der Dingens nicht mehr mit mir reden, ne? Der Fremd. Richtig? Doch, tut's. Ach, oh, warum nicht? Very well, Joe, so do they. Interessant. Interessant. Tja, hätte ich das Ding jetzt schon gehabt, das Gefäß, dann hätte ich wohl zu dem Zeitpunkt von, wäre ich wohl von Kars dahin transportiert worden zum Feuerlingsschrein, das Ding dort abzustellen. Vermute ich. So. Intelligenz ist die neue Geschicklichkeit. So. Was muss ich als nächstes machen? Na, die ganzen Boss-Seelen sammeln halt sowieso. Zum nach Arno Londo kommen. Ja, das könnten wir eigentlich noch mal probieren, nach Arno Londo kommen. Also durch Sens Festung durch. Ach, diese blöde Fliege geht mir voll auf den Keks gerade. Ach, das brauche ich nicht mehr. Lalala. Lalala. Also. Das war doch total dumm. Was mache ich hier denn? Ja, ja, so. Da packen wir auch mal wieder einen Bogen rein, glaube ich. So. Eine weitere graue Scholle, glaube ich, brauche ich nicht. Für Blitz, das hatten wir alles schon. Ah, doch, Moment. Nee, brauchen wir nicht, wie es aussieht. Ich mir auch keine Gedanken um diese komische Quest von dem Zwiebelritter machen. Wie heißt er? Siegwart. Mhm.
Ah, der lebt ja noch. Pack mal wieder so ein Ding rein. Ansonsten brauche ich hier nichts. Der pennt da unten wieder. Und die Mauer ist wieder heil, da stimmt doch was nicht. Voll unrealistisch das Spiel. Folgt er mir nicht? Eigentlich müsste ich mal zu Mera Luna gehen, so verkleidet als hier, als Dark Souls Charakter oder so. Wäre irgendwie lustig. Blitzschwert. Blitzspeer brauche ich nicht. Wäre wahrscheinlich sowieso wieder dasjenige, was ich habe. Der Speer. Ja? Der Speer, den ich habe, werde ich wahrscheinlich wieder zurückverwandeln in einen Speer plus 5, glaube ich. Ich brauche nämlich dann hinterher noch alle möglichen Sachen für die Bosswaffen. Hey! Achso, wegen Treppe, wa? Oder weil ich einfach schlecht gespielt habe. Wegen nicht gelungenem Parieren, meine ich jetzt gerade, ne? Er wird auf plus 10 reduziert, ist gut. Das ist natürlich noch besser. Ich dachte, er geht auf plus 5. Sehr gut. Sehr gut. Dann kann ich den direkt nehmen als Basiswaffe für irgendeine Bosswaffe. Ich glaube, für diesen komischen magischen Speer, den man aus der, ich glaube, aus der Schmetterlingsseele macht.
ich weiß nicht, wie viele große Scherben ich brauche. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob sie beim Schmied oder hier billiger waren. Ich glaube, bei einem hat sie 3.800, bei anderen 4.000 gekostet oder so ähnlich. Genau, Schmetterling. Hm. Ich meine, man kann sich natürlich auch einen normalen Speer schnappen und hochleveln, aber wenn man schon einen hat... Auch ihn, ne? Genauso wollte ich es eigentlich machen. Oder dachte ich, ich hätte es gemacht mit der magischen Waffe, aber irgendwas habe ich da falsch gemacht oder falsch verstanden. Und das macht auch echt Sinn jetzt, wenn man hinter der Platin-Trophäe her ist, macht es echt Sinn, das Spiel auf Englisch zu schalten, damit man die guten Anleitungen im Internet auch ohne Verwechslungsgefahr benutzen kann. So. 4.000. Hier sind sie, glaube ich, teurer als beim Riesenschmied. Glaube ich. Nothing at all. Ah, toll. Ich hab's gefahren. Okkulte Keule, ja. Was wird draus? Plus 5 oder plus 10? Ich muss sie aber erstmal auf Maximum bringen, also auf Okkult plus 5. Da fehlt mir die weiße Scholle noch. Die habe ich nämlich für göttlich benutzt. So, Rückweg geöffnet. Plus 5, na gut. Besser, als wenn man es von Anfang an aufsammeln muss, ne? Da hochleveln. Seh nix, hau ab. Schiete. Ein Ding jetzt mitnehmen. Titanic Chunk. Ja, das verwechsel ich immer, welche Händler teurer sind. Ach, wir packen es drauf. Warum nicht, ne? Cool, als Drachenkörper, nice. Nice, nice.
Wow! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wenn du so einen Kampf machst, bei dem du selbst nicht viel Schaden machst, lernst du den Gegner ziemlich gut kennen. So. Manus und Kalamet mit der Konstellation ist natürlich schon was, ne? Ah, ich mach's mir einfach. Ich lass die einfach ganz weg. So. Wie spät ist es denn überhaupt? Gleich 9. Passt auf, ich gucke nochmal, ob ich zum nächsten Leuchtfeuer komme. Wenn ich relativ zügig hinkomme, dann versuche ich auch nochmal einen Kampf gegen S&O. Wenn sie es hinzieht, dann halt nicht, ne? Damage. Ja, das ist nicht so viel. Das ist sozusagen das für dich, was mein Cestus ran ist, wa? Ran. Mit krächzendem R. Die ganze Rüstung auf einmal aufgedrückt. Ah, okay. Ja, gut, das ist natürlich auch... Da ist was dran. Vielleicht versuche ich das auch irgendwann mal. Aber muss man dafür nicht im NG Plus sein? Also wenn man es nicht irgendwie schon von Anfang an sich herbeicheatet, dass man es gleich von Anfang an hat? Na. Drachenstein. Also musst du schon mal eine Weile spielen. Hm. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht versuche ich es auch irgendwann. Aber du musst auch echt eine ganze Weile gemacht haben, damit du das überhaupt versuchen kannst, ne? Also du kannst nicht von Anfang an gleich so machen, ne? 130 PvP-Siege. Oh Mann. Dann wird das bei mir nichts. Ich werde es gar nicht erst versuchen. PvP lasse ich weg. Yay, 22 Schaden.
Vielleicht habe ich Glück und er springt in den Tod. Ungefähr so. Ich bin hier immer so angespannt hier oben. Müsste eigentlich klappen. Retrobrins meinte, man muss bis ins NG plus 9 um 80 Drachensteine. Ach, naja. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, ja, aber wie gesagt, also man kann dann sozusagen das nicht ganz, also du kannst das im NG nicht einen gesamten Run von Anfang an ohne irgendwie cheaten oder sowas machen, ne? Weil die ersten paar Gegner musst du dann schon so schaffen, ne? Ja, womöglich. So, also mal sehen. Hey, Tab, ich habe Glück. Wow. Oder auch nicht. Okay, hast du schnell zusammen gehabt. Na gut. Ja, super. Diese Animation kenne ich gar nicht, glaube ich. Los, da zum nächsten Leuchtfeuer noch hin. Das muss eigentlich noch drin sein. The Very of Life. Merkwürdig. Ich werde auch ein bisschen trantütig gerade. Ich habe zwar jetzt Urlaub, aber mein normaler Tagesrhythmus steckt mir natürlich in den Knochen. Und lohnt sich's? Weiß ich nicht. Vielleicht. Für Kaufmaterialien auf jeden Fall. Bin bald raus und gönne mir Sin City den Film. Okay.
Pock, Besenstiele kommen geflogen. Ja, eigentlich will ich, wie gesagt, noch am liebsten nächsten Leuchtfeuer ankommen. Und eventuell noch einen Versuch mit Small und Ornstein machen. Noch nicht gesehen. Nur zum ersten Mal Netflix-Abo. Nice. Sehr cool. Habe ich auch. Und neulich habe ich auch wieder so eine extreme Serie, so einen extremen Serientag gemacht. Morgens um keine Ahnung wie viel Uhr angefangen und durchgezogen bis keine Folgen mehr übrig waren. Das war schon ein bisschen wahnsinnig. So. Also. Einen Versuch machen wir mal mit S und O, ne? Möp. Und dann müsste es allerdings auch so sein, dass ich am besten Lightning 65, Lightning 75, ja. Und eine viel bessere Haltung. So, mal sehen, ne? Also ich hatte geguckt, Star Trek Discovery, da hatte ich erst die ersten 4 Folgen von gesehen. Da bin ich irgendwie von abgekommen, durch irgendwie abgelenkt oder irgendwas. Und dann hatte ich neulich alle restlichen Folgen, die erste Staffel, die waren keine Ahnung wie viele Folgen, das waren 16 Folgen oder so. Hatte ich alle die ganzen restlichen Folgen an einem Tag geguckt. Wie blöd. Ey, ich wollte doch den anderen aufschalten. Breaking Bad habe ich versucht zu gucken und irgendwie hat es nicht gezündet. Komm, jetzt geh mal von deinem Kumpel da weg, du Hiopai. Schaden genug mal hier auf jeden Fall. Aber die machen auch viel Schaden. Ein Lebenspunkt. Fängt jetzt nach Staffel 3 an, interessant zu werden, dann ist es nichts für mich. Dann ist es. Dann gucke ich es nicht. Es muss. So eine Serie muss mich schnell gefangen nehmen, sonst gucke ich sie nicht.
Ich, ist nicht so, dass ich mache mir nicht die Arbeit, mich da erst ein, zwei Staffeln durchzubeißen. Zum zweiten Mal habe ich denke, ich lese immer Bloodborne. Zwar gut aufgenommen, aber na, mein Lieblingsserie lief 7 Jahre und ich habe mein Gedächtnis auch so schon. Halte bis zur Staffel 3 durch. Das ist so lange. Das mache ich nicht. Dann entgeht's mir halt. Dann entgeht mir halt Breaking Bad. Dann ist es eben so. Hab auch noch eine ganze Menge andere Sachen zu gucken. Viel zu viel quasi. Also viel zu viel Auswahl. Ne? Genau, nach der dritten Folge. Also ich gebe dem auch nur ein paar Folgen. Es muss nach der dritten, spätestens vierten Folge so, muss es mich bei der Stange halten. Und wenn mir jemand sagt, hier, ja, aber so wie du das gesagt hast, in der dritten Staffel wird's geil, ich halte das nicht durch. Ich gucke mir keine zweimal, keine Ahnung, 20 Folgen oder so an. 40 Folgen, das sind, da bist du ja mehrere Tage am Gucken, wenn du es alles marathonmäßig machst, ne? Hab auch mal angefangen, aber Joa konnte mich nicht dran halten. Bei Sopranos saugen auch alle Zis durch. Das kenne ich auch wieder. Also ich habe schon von gehört, aber selbst auch nie gesehen. Ja, ist halt so. Es gibt aber auch tatsächlich genügend Auswahl. Da muss man sich man muss sich überhaupt nicht anstrengen, bestimmte Serien gut zu finden. Es gibt genug Auswahl. Auch genug Auswahl, noch andere Sachen zu tun. So. Also ich habe mal so genau das gleiche Problem, genau die gleiche Gedenkweise. Ich habe mal versucht, Möhren gut zu finden. Ich habe mal versucht, dafür zu sorgen, dass mir rohe Mohrrüben schmecken. Weil wegen gesund und Gemüse und bla, ne? Aber es ist mir nicht gelungen. Habe ich auch schon von gehört, von diesen beiden Serien. Also nee, von der ersten habe ich nur gehört, von der zweiten nicht. Fargo, ist das so ein bisschen wie der Film Fargo? Der Kinofilm? Den habe ich auch mal gesehen. Also wenn das dann danach so nach dem gleichen Muster ist, dann könnte das ziemlich cool sein. Den fand ich damals geil. Ich werde jetzt übrigens Feierabend machen, spieltechnisch. Und überleg mir, also streamtechnisch. Und überleg mir, was ich heute noch so tue. Vielleicht noch ein bisschen rumhängen, vielleicht noch ein bisschen Euro Truck spielen, mal sehen. Dritte Staffel von Fargo halte ich für die genialste Serie, die jemals gedreht wurde. Ein Meisterwerk. Walking Dead da ist es das Umgekehrte, ja. Wird total am Anfang gut und dann wird es für dich öde. Auch schade. Schade, schade. Aber auch bei irgendwelchen Serien, die ich gut finde, also Serien, von denen ich Fan bin, da kann man auch irgendwann sagen, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn die aufhört. Wo war das denn? Irgendeine Serie, die war für mich so ein bisschen das Paradebeispiel dafür. Das ist eigentlich sozusagen der richtige Zeitpunkt war, um aufzuhören. Ach, was weiß ich. Fällt mir nicht mehr ein. Ich guck ja so viel Kram, ne? Na gut, das soll es erstmal sein. Wie gesagt, ich habe zwar morgen frei eigentlich. Ich habe die ganze diese und nächste und übernächste Woche frei. Aber wie gesagt, mein Tagesrhythmus hat mich noch ein bisschen und das schlechte Schlafen vom Wochenende hat mich noch ein bisschen lag ich da in der Luftmatratze und da war bis morgens um 4 oder 5 war laute Musik und Rumgegröle und sowas, was halt dazugehört, ne? Aber das führt dann eben dazu, dass man nicht so super schläft, ne? Ja. Okay, morgen Dienstag. Also, vielleicht mache ich morgen noch meinen Stream, weil die Leute, mit denen ich normalerweise dienstags abhänge zum Zocken, die sind vermutlich nicht da. Und vielleicht mache ich dann morgen Abend nochmal irgendwie irgendeinen Stream. Vielleicht das hier, vielleicht irgendwas anderes, wo ich gerade halt Bock drauf habe. Im Allgemeinen werde ich diese Woche vermutlich ein bisschen mehr zu sehen sein. Also ein bisschen mehr rumstreamen. Ne?
Also, wenn ihr wollt, kann auch mal sein, dass zwischendurch mehr oder minder spontan irgendwas hier kommt. Ne? Donnerstag, wenn nichts zwischenkommt, ist dann endlich hoffentlich wieder Tunguska, also Point-and-Click-Tag. Ne? Und dann wollen wir sehen. Du wünschst mir viel Erfolg. Vielen Dank. Ich hoffe, das klappt alles. Und ich wäre mir echt lieb, wenn sozusagen morgen dieses ganze Thema Arbeit, Job, Zukunft schon so ein bisschen in eine richtige Bahn gelenkt wird. Sodass ich morgen schon sagen kann, jawohl, das sieht gut aus hier. Hier werde ich mich die nächsten Monate und Jahre, vielleicht Jahre, aufhalten. Das wäre mir schon ganz lieb, ne, wenn das so klappen würde. Ansonsten muss ich eben weiter Gedanken wälzen, was mir lieber ist und wo ich letztendlich hin will. Ne? Ich werde Bescheid geben. Also ich werde dann entsprechend informieren. Alle, die es interessiert und auch alle anderen, die es nicht interessiert, die kriegen das automatisch und zwangsweise mit. Ne? Also, ich höre mal auf, hier aufzunehmen.